Herzlich willkommen zur Vorstellung des Coleco Zodiac aus 1979. Ja, beim Namen Coleco denke zumindest ich automatisch zunächst mal an Arcade Games, Spielekonsolen und so weiter. Aber hier ist das anders. Hier geht es keineswegs in erster Linie um Arcade-Spaß, wie auch der seriös gekleidete, ernst reinblickende Herr hier eindeutig zu verstehen gibt. Nein, der Coleco Zodiac ist ein Astrologie-Computer. Er verspricht nicht weniger als ein Geburtshoroskop erstellen zu können, Vorhersagen für jeden x-beliebigen Tag zu treffen und Antworten auf wichtige Lebensfragen zu geben. Kurzum, ein Gerät, auf das man, einmal gekauft, nie mehr verzichten möchte. Ja, und genau das schauen wir uns jetzt an. Nach dem Öffnen der Box offenbart sich augenblicklich, dass die Zielgruppe keine Kinder oder Jugendliche sind. Der Zodiac und sein Zubehör sind in feinsten, gediegenen blauen Kunstflaum eingebettet. Andere Versionen bieten an dieser Stelle zwar nur dunkelgrauen Kunststoff ohne Flaum, aber halt noch lange kein nacktes weißes Styropor, wie man das so sonst bei Spielekonsolen und so weiter kennt. Mit der Ausstattung verfestigt sich der Eindruck, wir erhalten den Zodiac selbst, inklusive Batterien, ein 80 Seiten starkes Handbuch, eine zweiseitige Kurzanleitung, einen rund 100-seitigen Auszug aus einer... Wir nennen es Astrologie-Fachliteratur. Hinten mit, ich nenne es mal, Hinweisen auf interessant klingende, themenfremde Fachliteratur. Ja, ein Disclaimer, dass das Gerät Ungenauigkeiten aufweisen kann. Die Dokumentation verweist übrigens an einigen weiteren Stellen darauf, dass das Gerät nur Tendenzen und Ratschläge gibt, die letztliche Entscheidung in Lebensfragen aber beim Benutzer liegt. Ja, hier noch eine kleine Zeichenerklärung und ganz, ganz viele Vordrucke zur Horoskoperstellung inklusive einem vorausgefüllten Beispiel. Werfen wir nun einen Blick auf den Zodiac selbst. Aus der Bedeutung Zodiac gleich Tierkreis heraus ist das Gerät charmant rund gefertigt. Im äußeren Kreis sind die Tierkreissymbole abgebildet. In der Mitte befindet sich ein Tastenfeld. Unten befindet sich ein Umschalter für die Optionen Geburtshoroskop, Tageshoroskop und Entweis, also Tagesratschläge. Auf der Rückseite befinden sich zwei Batteriefächer für je einen 9-Volt-Block. Die Spannungsversorgung beläuft sich auf 9 Volt, sodass ich vermute, dass zwei parallel geschaltete Blöcke verwendet werden, um eben das kompakte Design überhaupt zu ermöglichen. 6x 1,5 Volt Batterien werden dafür wohl zu groß. Und um die Batterielaufzeit zu verlängern, damit der geneigte Hobbyastrologe nicht mit so irdischen Dingen wie häufigen Batteriewechseln übermäßig belastet wird. Ja, alternativ kann auch ein 9 Volt Netzteil mit 3,5 mm Klinkenstecker verwendet werden. Ich sage das deshalb, weil sich die Anleitung darüber ausschweigt. Ein kurzer Blick ins Innere. Wir sehen einen eingebauten Lautsprecher, leider ohne Lautstärkeregelung. Die technische Umsetzung des Tastenfelds über biegsame Metallschalen, die zeitgenössisch sind, aber leider bedingen, dass Zeichen beim einmaligen Drücken teils doppelt eingelesen werden und es dann einer Korrektur der Eingabe bedarf. Das ist manchmal etwas nervig. Und eine TMS 1100 NLL Texas Instruments basierte 4-Bit-CPU. Die 4-Bit-Architektur bringt dann nachher einige Restriktionen mit sich, die wir noch kennenlernen werden. Ja, die Verarbeitung inklusive Gehäuse ist im Übrigen wertig, ganz im Sinne des blauen Kunstflaums. Vorab, das Gerät liefert für 1979 eine fulminante optische und akustische Show ab, wie wir gleich am papierhaft vorausgefüllten Beispiel nachvollziehen werden. So, wir beginnen mit dem Geburtshoroskop und das beginnt mit einem leeren Zettel. Das ist mir zu umständlich und dauert zu lange. Wir nehmen das vorausgefüllte Beispiel, da tragen wir ein, wir wollen ein Horoskop erstellen, den Geburtsnamen oder den Namen tragen wir ein. Das ist fürs Gerät natürlich völlig egal. Das Geburtsdatum ist wichtig, da müssen wir dann einen Datumscode zu eingeben, den holen wir uns aus der Anleitung. Den Geburtsort, dafür gibt es einen Ortscode, einen Platzcode, den holen wir uns auch aus der Anleitung. Und die Uhrzeit müssen wir angeben, also die Geburtszeit, 15 Uhr in dem Beispiel. Das muss man dann in einer anderen Notation eingeben nachher, nämlich mit 3 Uhr
PM. Das ist erstmal das, was wir brauchen an Infos. Die Anleitung zeigt gleich mit dem Geburtsort. Das ist doch relativ ungenau. Das geht hier nur um die Zeitzone. Da sind wir in der Zeitzone 24. Und was den Datumscode angeht, da finden wir riesige Tabellenblätter. Deswegen ist die Anleitung auch so dick. Und zu dem entsprechenden Datum holen wir uns dann hier so ein Code raus. Ich greife mal vor, und zwar diese ganzen Datumscodes, ja, die gehen alle nur bis 1990, dann ist Schluss. Und das gilt nicht nur für das Geburtshoroskop, es gibt noch abweichende Codes für die Tagesprognose, also für die Tageshoroskope und für die Antworten auf wichtige Lebensfragen, ja. Und das geht leider auch nur bis 1990, dann ist Schluss. Kann man das Gerät danach theoretisch nicht mehr gebrauchen. Theoretisch deshalb, in diesen Codes sind die Planetenkonstellationen verschlüsselt. Den Code habe ich tatsächlich geknackt gekriegt. Also ich schreibe mal in die Videobeschreibung so ein paar Zukunftsdaten jeweils für Neujahr rein. Dann könnt ihr das Gerät, wenn ihr es denn habt, zu diesen Daten auch nochmal benutzen. Ja, sofern wir das dann hier in diesen Zettel alles eingetragen haben, geht es darum, das in den Zodiac einzutippen. Und der Zodiac, der macht jetzt Folgendes, der gibt uns dann gleich als Rückmeldung hier, welcher Planet in welchem Sternzeichen steht, und dann gibt er uns jetzt so Zahlencodes raus. Und ich erzähle das deshalb vorab, weil wir dann nämlich den Zodiac ohne Audiokommentar herrlich genießen können. Auf geht's! Ja, das war doch eine Monster-Show eben. Also was das Gerät gemacht hat, das hat uns hier diese Planetenkonstellation vorgegeben. Also die Sonne, die ist im Sternzeichen 3 zu dem Datum. Das wäre dann hier, wo ist die 3? Da, Zwillinge. Und das haben wir alles fein mitgeschrieben und hier auch eingetragen. So, und da ist die technische Restriktion. Merkur ist gar nicht in den Datumscode verschlüsselt. Dafür ist es Plus und Minus dahinter. Also es wird immer genauso angezeigt wie die Sonne, weil die dicht beieinander stehen immer. Und da muss man das halt entsprechend hoch oder runter korrigieren. So, dann haben wir nachher, was das Gerät selbst rechnet oder selbst ermittelt, ist dann der Aszendent. Also dieses, alles, was über dem Aszendenten steht, ist mit Code verschlüsselt. Und dann haben wir diese Nummern zurückgespiegelt bekommen, zum Beispiel hier. Was ist nicht so stark ausgeprägt, was ist normal ausgeprägt, also was ist eine normale Eigenschaft dieses Charakters und was ist besonders ausgeprägt, zum Beispiel die 35, da steht hier originell, geistvoll, technische Erfindungsgabe, und diese Übersetzung, die finden wir dann hier halt entsprechend in dem Handbuch. Dann gibt es eine zweite Schaltung hier für diese Tageshoroskope, das läuft genauso ab, außer dass man natürlich den Code fürs Tagesdatum eingibt, der ein bisschen abweicht von der anderen Codetabelle, und sein Sternzeichen vorgibt, dann bekommt man genau den gleichen Radau, genau die gleiche Rückmeldung mit einer Ausnahme. Pluto
muss leider draußen bleiben. Pluto konnte nicht mehr berücksichtigt werden. 4-Bit-CPU, technische Restriktion. Da ist in echt tatsächlich auch der Mond verschlüsselt und nicht der Pluto. Deswegen weichen die Datumscodes auch voneinander ab. Man hat hier wahrscheinlich den Mond genommen, damit man ja nicht für 2 Wochen den gleichen Code hat, sondern ein bisschen volatiler unterwegs ist. Ansonsten funktioniert das genauso. Man kriegt auch wieder diese Zahlen hier zurückgemeldet. Nicht so viele. 1 bis 3 sind das in der Regel. Und auch dafür gibt es dann eine Übersetzungstabelle, wenn eine 1 steht, es geht flotter, versuchen Sie Freunde zu treffen und so weiter. Und da gibt es hier diverse Übersetzungen dieser Codes für verschiedene Monate. Eine Frage ist noch offen, warum haben wir diese Planetenkonstellation überhaupt mitgeschrieben? Hier steht auch schon alles. Das ist aber nur ein Kurzhoroskop, das der Zodiac eben selbst erstellt. Man kann ja, wie gesagt, die Planeten aber auch hier noch in die Tierkreiszeichen eintragen, den Aszendenten eintragen, die Häuser bestimmen, wie das alles geht. Das steht dann in diesem schicken Buch hier. Und dann kann man ein richtiges Geburtshoroskop erstellen. In welchen Kreuzen habe ich Planetenballungen? Was bedeutet, wenn Merkur im Zeichen Widder steht? Oder Saturn im Zeichen Löwe, was bedeuten die Aspekte? Ja, da kann man sich dieses Buch dann zu Gemüte führen und sich seine 6 bis 7 DIN A4 Seiten Geburtshoroskop zusammenschreiben. Und das kann man dann auch für ein Tageshoroskop machen. Dann sollte man sich aber ein Datum aussuchen, dass man genügend Vorlaufzeit hat, um sich das alles hier anzuschauen. Dann gibt es noch diese Antwort auf Lebensfragen, da gibt man halt auch einen Datumscode ein. Das läuft aber sonst ein bisschen anders, denn das läuft über die Häuser dann. Wenn ich morgen eine lange Autofahrt habe, soll ich das tun oder hätte ich da vielleicht einen Verkehrsunfall? Das beantwortet Haus Nummer 1. Datumscode eingeben, Sternzeichen eingeben, Hausnummer eingeben, also nicht die eigene, sondern von denen hier. Ne? Das sind auch so Sachen wie, was ist Ihr Gesundheitszustand, ne? Wie geht es mir ja, nach der Party morgen, so Sachen kann man dann fragen. Und dann gibt das Gerät eine Rückmeldung von No-Go bis Go-Go-Go und dann ist es entsprechend positiv oder negativ und dann kann die Party abgehen oder halt nicht. Ja, das ist alles, was der Zodiac zu bieten hat. Er ist sehr laut, er ist sehr mystisch und sehr geheimnisvoll. Und naja, ohne neue Codes nicht zu gebrauchen, wie gesagt, die kann man sich selbst errechnen. In der Beschreibung stehen ein paar, in der Videobeschreibung. Gekostet hat das etwa 100 Mark damals. Es liegt so im Bereich des Bingo 2000, den ich in einem anderen Video vorgestellt habe. Oder einer Pong-Konsole mit Gewehr oder so in dem Bereich. Das musste man investieren. Das heißt, für Nicht-Astrologie-Fans war das ja so ein bisschen Spielkram für die Tagesprognose, denn den Rest, den macht man genau einmal, das Geburtshoroskop. Astrologie-Fans, die haben dann immerhin hier noch so ein bisschen Literatur mit dazu. Ja, insofern, mehr kann ich zu dem Gerät auch nicht zeigen, das war es im Grunde schon. Vielen Dank fürs Interesse und alles Gute. Möge der Zodiac mit euch sein.